Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Warum redest denn du mit dem Spiegel? Ich habe gehört, dass nachts Geister aus dem Spiegel herausgekrochen kommen. Ach Quatsch. Doch, das stimmt. Glaub mir. Und was macht man dagegen? Ich habe gehört, man soll vor dem Schlafengehen immer die Spiegel abhängen. Darf ich euch etwas über Spiegel erzählen? Dann leg mal los. Spiegel bestehen aus zwei Schichten. Das Wichtigste ist eine dünne Aluminiumschicht. Diese ist für die eigentliche Reflexion verantwortlich. Die Schicht wird dann durch eine durchsichtige Glasplatte geschützt. Man unterscheidet drei Arten von Spiegeln. Es gibt zum Beispiel den ebenen Spiegel, den du zu Hause an deinem Schrank finden kannst. Und dann gibt es den Hohlspiegel, der wird oft als Schminkspiegel verwendet. Und der Wölbspiegel wird im Auto als Rückspiegel verwendet. Nun erzählen wir dir etwas über die Reflexion. Trifft Licht auf einen Spiegel, so wird es zurückgeworfen, also reflektiert. Bei der Reflexion sind der Einfallswinkel und der Reflexionswinkel gleich groß. Gut, dann haben wir alle was dazugelernt. Ja, genau.